Willkommen zurück. Das hätten wir geschafft. Wer ist da? Mit euch kämpft es sich gut. So. Jetzt. Ein bisschen zu weit rechts gerollt. Irgendetwas stimmt hier nicht. Seid vorsichtig. Ich glaube, wir bekommen Probleme. Das habe ich mir auch schon gedacht, als ich hier eingestiegen bin. Damit wollte sie mir warnen. Achtung! Jetzt ist Bosskampf. Auch gespeichert habe ich, ne? Wenn nicht, dann ja. La. Gut. Ich wollte einfach nur unten rechts die Leiste weg haben. Feuerbomben oben schon. Sie haben seine Leiche verbrannt, bevor ich ihn auferstehen lassen konnte. Sie hätten sie mir bringen sollen. Ihr werdet mich nicht davon abhalten können, jene zu töten, die diesen sinnlosen Krieg führen. Sag mal, sprichst du in... Wer ist da? Sie hat ihn auferstehen lassen. Scheiße, nicht Vogelscheuche. Oh Gott, die mal. Oh, macht denen Schaden? Ich habe gar keine Schreie mehr. Was ist denn da? Was soll denn der Scheiß? Jetzt sind sie wieder da. Hat die mich gerade instant getötet? Oh shit. Ja, das war auch ein bisschen sehr, sehr bitter. Gut, probieren wir das Ganze mal mit den Skycutter aus. Und bevor ich ihn auferstehen lassen konnte, sie hätten sie mir bringen sollen. Ihr werdet mich nicht davon abhalten können, jene zu töten, die diesen sinnlosen Krieg führen. Wer ist da? Ist. Oh nein, der hat nur die beiden getroffen. Alter, ich komme nicht ran, was soll denn der Scheiß? Oh, das Schwert der Gerechtigkeit haut echt rein, muss ich sagen. Oh Gott. Ich bin total verlangsamt. Wenn ich mir das so ansehe, warum bin ich so lahm? Arschig. Gott, macht die Schaden, ey. Jetzt läuft sie weg, ne? Ey, ohne Scheiß, Feuerball. Neues Schwert. Und ein Stein von Barrensee übrigens.
Boah, krass. Abgeschlossen. Als Sklaven. Alter, was haben die denn angehabt? Eine nette schwarze Rüstung. Die hat mich verlangsamt. Die ist dann allerdings, glaube ich, vor ihr weggelaufen. Nachdem sie festgestellt hat, das wird doch nichts. So, die sind beide tatsächlich sogar hier nebeneinander. So, erstmal den Stein von Barinsia. Und, boah, die Geisterklinge. Ist die durchsichtig? Warte mal. Erstmal speichern, bevor das Spiel abschmiert. So. Die Geisterklinge. Verursacht 3 Punkte zusätzlichen Schaden und ignoriert einfach die Rüstung. Das Ding ist zwar schwach, aber man könnte es vielleicht aufbessern. Alter, ist das übel. Guckt euch das an. So, in der Schadensbalancing, wo liegt das gerade? Ganz unten. Die Klinge der AKW ist besser. Das ist, naja, genauso gut als der Skycutter. Das Feuerschwert. Oh, dann haben wir noch ein Geisterschwert. Alter, das Ding ist durchsichtig. Das sieht schon mal geil aus. So viel steht fest. So, jetzt muss ich einen Weg nach draußen finden. Gut, ich hätte es auch noch in die Mitte locken können. Im Einzelkampf wäre das natürlich interessant gewesen. Da hätte ich die Bomben nämlich von oben runterholen können. Och nö, nicht schon wieder ein Meisterschloss. Ach man, gut, ich habe langsam irgendwie ein Gefühl dafür. So, ich glaube, dann haben wir ja auf der rechten Ebene alles. Ja, das waren die beiden. Gut, dann haben wir hier schon mal abgeräumt. Vierte Ära 175. Kaiserliche Bürgerin Lua als Sklaven. Mit tiefer Betroffenheit muss ich euch vom Tod eures Gatten Sahil in Kenntnis setzen. Er verlor sein Leben in der Schlacht, als er half, die Kaiserstadt von den Altmeri zurückzuerobern. Er bewies in letzter Stunde große Tapferkeit und sein Opfer wird nicht umsonst sein. Allen galt als Mann von hoher Moral und als leuchtendes Beispiel für das Beste, was das Kaiserreich zu bieten hat. Bitte tröstet euch in dieser Stunde eurer Trauer mit dem Gedanken, dass er sein Leben gab, um das Kaiserreich zu schützen, das er so sehr liebte. Mit meinem aufrichtigen Beileid, Pius Brucius, kaiserlicher Präfekt. Nett. Den Zauber kennen wir doch, ne? Mineralerz in was umwandeln? Ja. So, und wieder einmal ein Beweis, dass das Altmeri-Dominion den Krieg anscheinend doch gewonnen haben muss, irgendwie. Weil wie sonst würden die sagen, zurückerobern. Gut, wir haben den Stein und ein neues Schwert. Das Schwert will ich natürlich verbessern, was awesome ist. Ob ich es verbessern kann, ist eine Frage, die noch in den Sternen steht. Willst du mich wohl verarschen? Fick dich. Ja, fick dich. Ich komme hier nicht durch. Scheiße. Toll. Tut mir leid, der Weg bleibt dir leider verwehrt, weil du einen Schlüssel nicht hast. Ich weiß ganz genau, welchen ich brauche. Toll. Den ich liegen habe lassen.
Ups. Muss noch bei ihrer Leiche, sein. Da, Schlüssel von Lua, toll. Ah gut, dann kann ich ja nochmal rechts gucken. Und interessanterweise feststellen, dass da eine Truhe war. Die gar nicht mal so heftig ist. Ja. So. La la la. Ja, meine Grafikkarte hat immer spontan gesagt, nö, ich leuchte jetzt grün. Bei solchen Spielen leuchtet sie normalerweise tiefrot. Keine Sorge, das macht sie eigentlich überall. Bei jedem Spiel. Immer wenn sie was zu tun hat. Selbst beim Bildschirm schon. So. Wo geht's nach draußen? Links rum. Ja, ich bin draußen. Wir sind endlich wieder draußen. Und das Spiel geht nicht mehr weiter. So. Nacht. Niewinter. Eine große Stadt. Ne, ich kann die Stimme nicht machen. Es geht nicht. Ich wollte gerade den Einsprecher imitieren. Ging nicht. So, da will ich mal hin. Weil da ist was. Das ist definitiv was. Seht ihr? Ja. Ein Schneesturm zieht auf. Herzlich willkommen in Tamriel, wo das Wetter verrückt spielt. Schnee hört einfach auf. Stattdessen regnet's. Gerade eben hat's noch geschneit. Naja. Gut. Lala, lala, lala. Ich glaube, dass ich etwas gehört habe. Das ist schnell schwach. Oh, die Geisterklinge ist noch sehr, sehr schwach. Die können wir nicht aktiv benutzen. Ich glaube, dann werden wir. Bienenstock, naja, dann werden wir sterben. Ich weiß ganz genau, dass da ein Bienenstock war. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Ich mag das nicht. Thorwalds Höhle entdeckt. Das ist nicht lustig. Noch eine Höhle. Ich war eigentlich schon lange genug unter der Erde, aber wenn ihr hineingehen wollt, folge ich euch. Ja, du und ich. Du kennst das doch.
Ist nur eine Höhle. Zum Glück keine Mine. Boah, ey. Da gehst du unterwegs und hörst einen Schrei. Also so ein Wolfsgeheule. Boah. Fledermäuse. Ein Feuer. Ach nö. Da habe ich direkt schon wieder Angst. Ich habe Torwart gesehen. Er war ein Troll. Oh nein, das Licht ist... Bandit Warrior. Das Licht ist spontan angesprungen. Ich höre übrigens... Wenn er einen mal rauslocken. Ja, vielleicht kommt er auch von sich selbst. Niemand kann das mit mir aufnehmen. Ich bin einfach der Stärkste. Schalalalalalalalala. Oh, ich bin viel zu weit. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum Scheiße. Und vor noch viel weiter. Bis dann. Bye bye.